Du bist auf unserer Seite, hä? Rohrzange? Ey, wie praktisch, dass sowas hier rumliegt. Als hätte er es geahnt. C, ja. Na, 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 na. Lauf dir hier amok? Lass mich in Ruhe! Du machst es uns beiden nur schwer! Alter, wer aussieht, als ob er gerade aus dem Krankenhaus abgehauen wäre nach dem Autounfall, sollte nicht mit auf mich losgehen. Ah, gucken wir uns den Burschen mal an. Okay. Ich hab schon erkannt, warum er so scheiße aussieht. Seine Hand wächst ihm aus der Brust. Naja, gut. Der Rest sieht aber auch nicht sehr gesund aus. Alter, was hast du denn mit deinem Auge angestellt? War dir langweilig? Meine Güte. Die Leute machen Sachen. Da, 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 da. Gehen wir erstmal hier hin. Ja, was machen wir als allererstes nach einem Flugzeugabsturz? Richtig, wir greifen kräftig in den Mülleimer. Ah, das schmeckt so gut. Gar nicht bedenklich wegen Reinigung. Jagen wir uns einfach eine Spritze aus dem Mülleimer in den Arm. Das ist gut, das ist ein schönes Vorbild für die Jugend. Das tut doch weh, Junge. Tut das nicht. Jetzt hat er ihn kaputt gemacht. Und schon wieder die Texte davor. Hörst du das? Das ist unser Mond, Schwächling. Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Papa? Oha. Sieh mal, Mr. Bubbles, ein Engel. Nicht die Mami. Ich sehe, wie Luft aus seinem Bauch kommt. Gehst du mit dem Ding weg? Er atmet noch, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Das sieht so ungesund aus. Ah, schon besser. Wie kommt es eigentlich, dass die Damen immer selbst bei Plasmidkräften als Hausfrau abkommandiert werden? Das ist diskriminierend. Andererseits spielt in den 70er Jahren da... Ja, ich sollte meinen Schnauze halten. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Ja, ja. Lecker. Chips, Riegel, priegelter Busch. Ja, der manchmal auch. Hui, kann das fliegen? Ja, wir haben gerade gesehen, die netten Bürschchen wollten mit uns fangen spielen. Wir haben uns eine schöne alte Spritze in den Arm gejagt, die weiß Gott wer abgeleckt haben könnte. Und ein nettes Mädchen hat uns ihren Daddy vorgestellt. Ja, ich werde euch jetzt mal einfach nicht erklären, um was es sich hierbei handelt. Und ich würde auch bitte haben möchten, machen tun, dass auch alle Zuschauer, die schon die Story kennen und wissen, was jetzt wer wie zu tun hat in der Story, einfach
schön schweigsam ist, damit die, wo die Story nicht kennen, es auch genießen können. Und ihr merkt schon, ich bringe wieder grandios alle Sätze durcheinander, bei der jeder Deutschlehrer und Sprachtrainer sich nur fragen würden, hat der Typ die deutsche Sprache im Zoo gelernt oder beim ZDF gucken? Ja. Ja, irgendwie fällt es mir aber auch schwer, mich hier zu artikulieren. Ich meine, schaut euch mal diesen geilen Detailreichtum an hier. Reklame, Teleportation, da warte ich noch heute drauf, dass es mal, ja, eingebaut würde. Möchte ich haben? Ja. Licht schreckt ab. Vor allem, schaut da mal hin. Eine Hand, aus der Licht kommt. Gut, aus meiner kommt auch Licht. Siehst du Licht? Die schreckt nicht ab, die tötet. Das Flugzeug habe ich aber nicht bestellt. Okay, wo machen wir einen Sitz? Hier. Ja. Hat die Drecksau schon wieder vergessen, das Tablett hochzuklappen? Deswegen sind wir abgestürzt. Na, warte, wenn ich dich gefunden habe, Heinz aus Reihe A2. Warte du nur, dir schreibe ich einen bösen Brief. Hände waschen? Komm, ich kann das reparieren. Ich bin Klempner, ich kann alles. Andererseits, lieber doch nicht. Ah, no forest. Ich nehme die andere Tür. Nein. So, was sagst du jetzt, Ozean? Hä? Jetzt hast du nichts mehr zu melden. Ich denke eigentlich mehr an den Sternpunch. Was Little Mac kann, kann ich auch. Komm her, du Saftsack. Ich hab hier jeden Tag Blumen geschickt. Das ist ja schön. Da bringt dir deine Blumen aber auch nichts mehr. So. Da kommt aber noch. Aha. Hast du was zu sagen? Okay. Ich glaube, meine Argumente waren niederschmetternd. Ja. Was zum... Ich gehe lieber da lang. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Nein? Der Fahrstuhl gefiel mir immer am besten. Ja. Der da drüben, der gefällt mir. Den mag ich. Tun wir ihm den Gefallen, weil er ja so viel für uns getan hat bisher. Nämlich nur in der Landschaft rumstehen und, ja, nette Kette. Das würde sich irgendwie besser machen, wenn da so der Mittelfinger oben wäre und der... Ah, vergessen wir das mal lieber. Aha. Das tut einem schon fast leid. Oh mein Gott. Plasmide haben alles verändert. Sie haben unseren Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde.
Synagoge gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Oh Gott, wie unmenschlich. Sie kannte diese Waffe, als sie noch eine kleine Pistole war. Und heute ist das ein Kult. Ich wollte schon Magnum sagen, aber es ist ein Kult. Ja, ja. Oder ist das eine Magnum? Nee. Kult. Ja. Gott, ich kann mit ihr fühlen. Es ist, tut im Herzen weh, mit anzusehen, wie die kleinen Knarren groß werden. Und dann Menschen töten. Einfach so.